Hallo Leute, der Atze1005 hier mit Let's Play El Dorado 2. Ja, ein neues RPG Maker Let's Play. Wir spielen El Dorado 2, ein Spiel von Real Troll. Die erste Version ist, glaube ich, 2010 erschienen und wir spielen hier die letzte erschienene, verbesserte, geile Vollversion aus dem Jahre 2013. Warum El Dorado 2? Warum nicht El Dorado? El Dorado hat keinen Plot und sind nur Try-and-Error-Rätsel. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, wir wollen ein bisschen Story, deswegen spielen wir El Dorado 2. Und mal wieder ein Real-Troll-Spiel. Da mir ja eigentlich Moloch City ganz gut gefallen hat, habe ich gedacht, ja, nehmen wir El Dorado 2. Und das ist auch ein bisschen länger auf jeden Fall. Und ich denke, dass wir irgendwann demnächst und so auch noch Wolfenstein spielen werden, aber jetzt spielen wir erstmal El Dorado 2. Es ist ein RPG Maker 2003 Spiel, wenn ich mich nicht täusche. Ich muss nochmal genau nachschauen, aber ich denke schon. Und wir starten, würde ich einfach mal sagen. Und gucken mal, was der nette Troll für uns so vorbereitet hat. Halt, Bürschchen, hier geblieben. Willst du deinen Don warnen, wie? Nichts da. Wir finden den armen Schlucker und dann pressen wir jede einzelne Münze seiner Schulden aus ihm. Oh je, hoffentlich finden sie da nicht Don Hernandos Geheimnis. Soll ein finster Versteck heraus? Wie war das? Ach nichts, gar nichts. Hör es auch nicht. Wir suchen und suchen, Herr, aber der Hund ist nicht zu finden. Nicht zu finden? Dann such gründlicher. Der Schuft hat seit 2 Monaten seine Rechnungen nicht bezahlt. Weiß der Junge denn nichts? Ich habe ihn schon befragt, Herr. Und? Was sagt er? Oh, nicht. Bitte aufhören. Au. Nicht, bitte aufhören. Ja, das hilft uns auch nicht gerade weiter. Dann sucht alles zusammen, was von Wert ist. Deppige, Schmuck, Tafel, Silber. Der Kerl wird sich nicht um seinen Schulden drücken. Nicht bei mir. Tafel, Silber, hier? Komm da runter, du siehst ja selbst, dass hier nichts zu holen ist. Falls sein Don wieder auftaucht, dann sage ihm eines. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Wir gehen vorerst. Don! Don Hernando! Hey, sind Sie weg? Ja, Don. Ihr habt den Feind mit eurem Genie überlistet. Benno. Und nun kannst du mir etwas einfallen lassen, Pedro. Ich steck nämlich fest. Ja, Don. Ich liebe es. Ein neues Dach? Wer ist denn verrückt genug, dem Don noch Kredit zu geben? Ja. Einen fleißigen Mitbewohner gibt es immerhin. Ich finde es cool, wenn jemand was sagt, dass dann über dessen Kopf so ein Mund erscheint. Okay. Achso, was man noch dazu sagen muss, ich kenne das Spiel nur vom Hörensagen, aber selber noch nie gespielt, also mehr oder weniger eigentlich blind. Ach, das waren noch Zeiten, als der Don beim Weinhändler noch anschreiben lassen durfte. Typischen Real-3-Spiele, man kann alles ansprechen. 25 Meter hinab bis zum Wasser, wenig überraschend, dass hier nur dürres Zeug wachsen kann. Scheint mir so. Don Hernandos Herde besteht aus einem einzigen Tier. Ein Wunder, dass es den kargen Boden überlebt. Wir haben das Schaf getötet. Ach nö. Oh boy. Na gut, gehen wir mal rein. Oh man, oh man. Die Kiste ist schon so lange leer, dass ich gar nicht mehr weiß, was sie einst enthielt. Hey, wir können über Löcher springen. Pedro springt automatisch.
Madre mia, jetzt fehlt also auch schon das Geld für ranziges Olivenöl. Na. Ich muss noch die Knoblauchsuppe vorbereiten. Ach nein, heute ist Dienstag, da gibt es ja Knoblauchsalat. Der Don schätzt Abwechslung. Ah ja. Interesting. Der Korb ist ein Erbstück in dritter Generation, sagt der Don. Als ob ich nicht wüsste, dass kein Geld für einen neuen da ist. Oh, Wasser. Das Fach für die Butter, das Fach für den Schinken, das Fach für die Fladen. Ja, es ist alles an seinem Platz und natürlich alles leer. Oh, wir haben es aufgenommen. Oh je, Don Hernando hat das Feuer unter seinem Versteck angelassen. Ja, ja, im Nachhinein bin ich auch immer unheimlich schlau. Tu lieber etwas, sonst bin ich bald gut durch in meiner Rüstung. Das dürfte für eine Woche reichen, dann muss ich wieder zum Nachbaranwesen um Holz betteln. Ach, einmal wieder Fleisch. Oh, hier kann man auch Feuer machen. Gut. Okay. Oh. Ist das etwa? Was hatte ich da eigentlich erwartet? Rühre mir die Kiste nicht an, Pedro, sagt der Don in seiner Voraussicht. Recht hat er, wir brauchen sie noch im Winter zum Heizen. Mhm. Ein einzelner Dolch, na wenigstens erinnert der mich immer daran, dass das hier an sich eine Waffenkammer ist, sein sollte, war. Hey Katze. Mietz, 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 na komm. Ein echter Hidalgo ist nichts ohne gut sortierten Waffenschrank. Zumindest sage ich das, wenn der Don außer Hörweite ist. Naja, die Puppe kann man nur drehen. Und das Klo. Hey Maus! Könnte das für die Katze nützlich sein? Nein, in das Gemach des Dons gehe ich nicht ohne Erlaubnis. Nein. Einen Moment, ich auf das kaputte Dach? Nein. Können wir mit der Maus die Katze fangen? Mietz, 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 guck, was ich Feines habe. Zack, gefressen. Katze eingesteckt. Naja, wir haben sogar ein Menü. Und können speichern wie in allen Ritual-Spielen. Schön. Das ist das Standardmenü. Pedro hat Kleidung, Hemd, Wams, Hose, Schuhe, alles recht kärglich. Fähigkeiten. Pedro kann nix und wir haben eine Katze. Miaut, wenn man sie anklickt. Schürhaken. Für Glutsortierte und Aschespieler ein Muss. Der große Erklärer. Oh. Ich glaube, das lesen wir später. So. Dann wahrscheinlich das Feuer ausmachen. Dafür gibt es ja hier den Wassereimer vielleicht. Kann man den da reinkippen? Ah ja. Gut. Das Feuer im Kamin ist aus und ich darf nachher wieder zum Brunnen neues Wasser heranwuchten. Ah ja, jetzt haben wir die Katze reinplatziert und jetzt? Auf die Katze draufgehauen. Aua. Das hat prinzipiell ganz gut funktioniert. Esplendio, der Don ist frei. Aber die Katze steckt fest. Naja. Bravo, Pedro. Nun ist der Don wieder einsatzbereit. Warum zieht es mir eigentlich so frisch um den Wanst? Eure Rüstung steckt noch im Kamin, Don Hernando. Dummer Pedro, was ist denn ein Hidalgo ohne Panzer? Hinauf mit dir und hol mir das gute Stück zurück. Und wie, Don Hernando? Sie sitzt doch noch immer fest eingekeilt im Kamin. Sieh im Haus nach, ob sich etwas findet. Notfalls guck auch in meinem Gemach, aber mach schnell, in Kürze, mach einfach schnell. Ja, Don. Dann gucken wir in seinem Gemach gleich mal. Der Übergang ist interessant. Der ist äußerst interessant. Hm. Halt, das lasse ich lieber, wie es ist. Beim letzten Mal sprang mich etwas an. Hm. Das gibt es nicht. Wir haben also noch Seife im Haus und ich schrubbe mir seit Tagen an. Mit alten Steinen ab. Seife, welche Seife? Don? Nein, die hat der arme Pedro nicht gesehen.
Ah, hier ist der Balkon. Tatsächlich, der Don hat das unfruchtbarste Stück Land weit und breit. Auf dem Schrank steht eine einsame Flasche einer Heilung. Stand. Nun ist er leer. Ich hatte mich gewundert, dass überhaupt etwas drin war. Ach so, Überkopf. What? Das ist Dons Jugendliebe. Was hat er sich dabei nur gedacht? Sie sieht. Sie sieht furchtbar aus. Das Bild könnte eine Massenpanik verursachen. Wir packen es ein. Das Tischbildchen kann über das Inventar aufgerufen werden. Ja, dann für dein Tagebuch. Mal gucken. Das kommt mir aber gar nicht spanisch vor. Mein Don ist schon ein einfallsreicher Mann. Er streckt die Tinte mit Regenwasser und Asche. Ein ganzer Schrank voller Spinnweben spart der Don auf ein Seil. Wenn man das wüsste, Pedro, wenn man das wüsste. Einen Moment. Okay, jetzt haben wir Seife. Das bringt eigentlich nichts, ne? Kann ich mit Seife was machen? Ich frage mich, wie der dann den Schacht hochwetzen konnte. Barney verleiht mir Flügel, aber wie komme ich hinauf? Knoblauchsuppe und so weiter. Das ist jetzt mal eine gute Frage, ne? Oh man. Wie machen wir das? Eine gute Frage. Die Rüstung, Pedro, schnell. Mach mich wieder komplett. Ja, ja. Ist schon klar. What? Ich weiß schon, warum ich nur so ungern nach oben gehe. Das ganze Haus bricht zusammen irgendwie. Zumindest gefühlt. Moment, hier hängt noch was. Ah. Zu Staub zerfallen. Es wird Zeit, einem Mensch neue Ausrüstung zu kaufen. Also irgendwann einmal. Ist klar. Jetzt wird's interessant. Und kann man den Stuhl vielleicht schieben? Ah, Panik. So sieht die verflossene Distanz aus. Könnte helfen. Oh boy. Mit der Seife bekomme ich die Rüstung vielleicht entkeilt. Ja, ja, meckere nicht. Du hattest auch einmal wieder ein Bad nötig. Und nun mit Schwung. Also der Don ist eindeutig dicker als ich. Naja, und runter. Gut. So, das sollte passen, oder? So, Don. Hilf mir in die Rüstung, guter Pedro. Passt dir immer noch nicht richtig über den Bauch? Sie zwickt am großen Denkerkopf, am Kopf, garstiger Plägel. Der Don ist wieder gerüstet und keinen Augenblick zu früh, Pedro. Mein Fechtlehrer naht. Ein Fechtlehrer? Nicht ein Fechtlehrer, Pedro. Der Beste, Don Francisco,
Da selbst gibt sich die Ehre. Don Francisco? Francisco ist besser. Don Francisco, der Meisterfechter? Sie. Ja, aber könnt ihr ihn denn bezahlen? Na, ich habe ihm auf jeden Fall viel Geld versprochen. Sonst hätte er wohl kaum den weiten Weg auf sich genommen. Ihr habt dem als ausgesprochen nachtragend bekannten Don Francisco, der schon aus geringsten Anlässen Duelle abhält, Geld versprochen? Sie? Einem Meisterfechter? Die Katze. Don Hernando. Don Francisco, welche Freude. Natürlich ist es eine Freude für euch, Don Hernando. Einem Mann meiner Klasse sieht diese abgelegene Gegend schließlich nicht jeden Tag. Und ich muss gestehen, ohne den immensen finanziellen Anreiz, mit dem ihr mich gelocket, wäret ihr auch lieber beim Hofe geblieben. Die Finanzen. Nun, wie ich sage immer, man spricht nicht über Geld, man hat es einfach. Nicht wahr, Pedro? Explodiere nicht gleich vor Eloquenz und Hilfsbereitschaft. Hier entlang, Don Francisco. Auf, in den Fechtraum. Ihr scheint euer gesamtes Hab und Gut versetzt zu haben, um mich bezahlen zu können, scheint's. Wohlan, beginnen wir. Ja, das scheint mir das Kampftutorial zu sein. Heran, Don Hernando. Seht eurem Feind unverzagt ins Auge. Präsentiert die Waffe. Grundhaltung. Don Hernando, was tut ihr? Die Grundhaltung, bitte sehr. Grundhaltung? Natürlich, Grundhaltung. Ja, nur einen Moment, ich hab's gleich. Du liebe Zeit, hier muss man also ganz unten beginnen. Seht her. Federnd in den Knien, den Körper ganz ein Tanz. Klinge und Handgelenk sind eins. Also, nun ist es an euch, Grundhaltung. Nun so in der Art, ja. Gut, denn Lektion Nummer 1. Begreift eure Waffe als Verlängerung eures Armes. Zielt auf den Feind und trefft ihn sicher. Entweder am Kopf oder am Rumpf. Und vergesst mir die Beine nicht. Die Beine. Habt ihr gesehen, Don? Wie viele Trefferzonen hat der Feind? Na? Uno, dos, natürlich tres. Buono, Don Hernando. Don Hernando hält einen Erfahrungspunkt für verwegene Begriffsschnelle im Augenblick höchster Anspannung. Lasst sehen, wie es um die Praxis steht. Lenkt eure Waffe nach oben, Pfeil nach oben, und ihr attackiert den Kopf. Tut es, vamos. Na bitte, und nun ein Stich auf den Rumpf. Lenkt eure Waffe gerade auf den Gegner zu, Pfeil nach links. Bueno, nun zeigt, ob ihr auch auf die Beine zu zielen vermögt. Senkt die Waffe ab und stecht deutlich zu. Fall nach unten. Fein, aber unter uns. Das waren reine Standardbagatellen. Einen würdigen Gegner könnt ihr damit nur schwerlich begegnen. Ihr müsst euch lehren, eine Kombination aus mehreren Schlägen auszuführen. Eine Combo? Disziplin, Don Hernando. Marsch, marsch, zurück in die Grundhaltung. Mit einer Kombination oder Combo, wie er zu sagen beliebt, ist es weitaus einfacher, die Parade des Gegners zu unterlaufen. Parade? Glaubt ihr, ihr kämpft stets gegen ein Stück Holz? Die Puppe weg! Kusch, Bursche, hier werden gleich die Klingen! Don Hernando, in die Grundstellung! Ich will euch zeigen, was eine Parade ist. Versucht einmal, mich zu treffen, Don Hernando. Ah ja. Nochmal. 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 Soll das spitze Ende nicht auch gelegentlich in ihn hinein, Don? Kümmer dich um den Haushalt, Pedro, und lass das Fechten den Großen. Ah ja,
ist klar. Wenn wir nur einfache Streiche ausführen, dann pariert er einfach. Nun wisst ihr, was eine Parade ist. Ja, etwas ausgesprochen Ärgerliches. Grämt euch nicht, Don. Einem Könner wie mir war es ein leichtes, jeden eure Schläge vorherzusehen. Gebt acht, ich werde nun einen Hieb auf euren Kopf ausführen. Versucht ihn zu parieren, indem ihr eure Waffe ebenfalls nach oben reißt. Sehr gut. Sehr gut. Habt ihr es bemerkt? Über meinen Kopf leuchtet er ein Pfeil. Das ist natürlich immer so. Er zeigt euch an, wohin der Gegner seinen Hieb zu lenken trachtet. Ihr pariert im Prinzip so, wie ihr angreift. Deckt euren Kopf, euren Rumpf oder eure Beine mit der entsprechenden Bewegung. Pfeil nach oben, Pfeil nach links, Pfeil nach unten. Ein wahrer Meister der Parade ist unverwundbar, Don Hernando. Schön, schön. Aber wie steht es nun mit der Combo? Diese Mehrfachangriffe überfordern die meisten einfachen Gegner. Stellt euch vor, zwei Streiche statt eines einzigen prasseln auf die Parade ein. Schön und gut. Aber wenn zwei Stiche in die Parade gehen, habe ich doch auch nichts gewonnen. Nicht wenn, mein lieber Don, sondern falls. Wer sagt euch denn, dass eine Combo aus mehreren Schlägen immer dieselbe Stelle trifft? Formidable, das klingt großartig. Zeigt es mir, Don Francisco. Dann gebt acht, ich werde euch einen Mehrfachangriff mit zwei Stichen auf einmal lehren. Die Zweier-Combo. Und sorgt euch für dieses Mal nicht um eure Parade. Ich werde euch schon nicht die Haut ritzen. Okay. Habt ihr es gesehen? Wenn ich die Combo starte, geben die Pfeile an, welche Kombination ich drücken muss. Drückt präzise oder ihr stürzt euch in eure eigene Waffe. Eine Combo beinhaltet für ungeübte Hände immer ein gewisses Risiko. Eine Combo müsst ihr euch in einem richtigen Kampf verdienen. Ihr erhaltet nur dann Combo-Punkte, wenn ihr euren Gegner trefft. Da dies nur eine Übung ist, sah ich einen Combo-Punkt geschenkt. Also dann, zeigt, ob ihr gelehrig wart, Don Hernando. Oh je. Drücke Enter, um das Menü zu öffnen. Wähle dort Combo und achte auf die Pfeile. Combo. Das kann ich. Oh boy. Bueno, ihr habt die Zweier-Combo gelernt. Combo gelernt. Sehr gut. Und da hinten ist die Maus im Loch. Mit dieser Technik werdet ihr künftig den Wegelagerinnen und dergleichen Gesinde schnell überlegen sein. Wie viele Kombos ihr pro Kampf einsetzen könnt, hängt von eurer Erfahrung ab. Die Kombo-Anzeige gibt euch Auskunft. Sehr wirkungsvoll scheint die Zweier-Kombo aber nicht zu sein, Don Francisco. Ihr habt nicht einen Kratzer davon getragen. Das wohl. Glaubt ihr etwa, euer Säbel könne meine Rüstung durchdringen? Oh nein, Don. Dafür braucht ihr schon eine stärkere Waffe. Ich kann euch nicht verwunden. Gar nicht. Ha, nicht einmal, wenn ich die ganze Zeit so dastände. Nun, ihr wart heute ein gelehriger Schüler. Ihr beherrscht den einfachen Angriff, die Parade und die erste Combo. Soll es erstmal schlimm um euch stehen, nehmt den Kampf einen Trank zu euch. Außerdem könnt ihr euch auch euren Diener um Unterstützung anhalten, vorausgesetzt, ihr meint, ein Nichtkämpfer sei von Nutzen. Die Lehrstunde ist vorbei? Sie ist es, also kommen wir zur Bezahlung. Ich bin übrigens erstaunt, dass ihr meine Preise zu zahlen in der Lage seid, Don. Ich übrigens auch. Hinter euch seht. Was sollen diese Spielchen, Don? Gebt mir mein Geld. Einen geschäftigen Mann wie mich erwarten noch andere Pflichten. Also, her mit der Summe. Das Geld ist an einem besseren Ort als hier. Also, bei anderen Leuten. Wie immer, ich bin pleite. Stellt euch vor, für einen kurzen Moment war mir doch so, als hättet ihr gesagt, über kein Geld zu verfügen. Moment, ihr sagtet das tatsächlich? Moment. Ich zahle natürlich, nur für dieses Mal, das schreibe ich einfach an. Ich stelle euch einen Schuldschein aus, Don. Euer gesamtes Papier im Hause dürfte nicht ausreichen, die Summe zu vermerken. Und überhaupt, haltet ihr mich für einen Krämer? Diese tödliche Beleidigung kann nur auf eine Art gesühnt werden, Don Hernando. Mit einer leckeren
Mit deiner leckeren Paella? Ich könnte Pedro in die Küche schicken, um nachzusehen, oder nein, ich guck lieber selbst. Mit eurem Blut, John. Nun erweist euch, versucht meine Klinge zu entgehen. Noch ein paar letzte Worte? Du liebe Zeit, flieht, Don Hernando, flieht. Oh boy, speichern. Puh. Keinen Trank. Moment, Moment, Moment. Ach, wir können. Verstehe. Gut, gut, dann würde ich trotz allem sagen, wir machen für die erste Folge hier Schluss und gucken dann beim nächsten Mal, ob wir dann Francisco irgendwie, ob wir gegen ihn bestehen können. Ich bin der AZ105 und es geht beim nächsten Mal hier weiter bei Eldorado 2. Bis dann und ciao, ciao.